Wenn wir über Dekarbonisierung reden, wenn wir über Mobilitätswende reden, dann muss eines ganz klar sein, der Weg geht hin zur emissionsfreien Mobilität und zur emissionsfreien Elektromobilität. Und auch wenn wir es hier heiß diskutieren, intensiv diskutieren, das Rennen ist entschieden. Der VW-Chef, ungewöhnliches Zitat, auch für mich, könnte es klarer gar nicht formulieren, die Batterie hat gewonnen beim PKW. Ich glaube, das sehen wir, die Dynamik ist da, die Dynamik ist bei den Herstellern da, die Dynamik ist in vielen, vielen Ländern da. Heute geht es aber nicht um die Debatte. Ich führe sie gerne und ich sehe einen Bedarf, hier auch weiter zu diskutieren, auch ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten. Aber heute geht es ums Mautgesetz. Und beim Bundesstraßenmautgesetz geht es darum, den Anteil von emissionsfreier Mobilität im LKW und bei den Bussen zu steigern. Der ist im Moment verschwindend gering. Und ja, im Bereich der Busse, angetrieben durch die Clean Vehicle Directive auf europäischer Ebene, da tut sich sehr viel in Richtung E-Mobilität, in Richtung Wasserstoffmobilität. Im Bereich vom Schwerverkehr, Transit, die Frau Kirchbaumer habe ich gehört mit der Anregung, da tut sich viel, auch in beide Richtungen, auch Richtung Wasserstoff insbesondere. Das entwickelt sich sehr viel in diesem Bereich. Aber wir wollen hier, auch wenn wir jetzt noch einen sehr geringen Anteil haben in dem Segment, mit dem Bundesstraßenmautgesetz, mit der Änderung, die wir hier vorsehen, einen Anstoß geben, eine zusätzliche Unterstützung geben, auch wirtschaftliche Planungssicherheit geben, damit die Unternehmen auch im Schwerverkehr auf umweltfreundliche, auf klimaverträglichere Fahrzeuge setzen. Die Novelle ist ein erster Schritt dessen, was wir uns vorgenommen haben im Regierungsprogramm zur Ökologisierung der Lkw-Maut. Sie wissen, auf europäischer Ebene, also ich weiß, es ist allen Tirolern und Tirolerinnen hier im Hohen Haus ein sehr intensives Anliegen und sehr intensiv bewusst, wird gerade auf europäischer Ebene diskutiert, die Reform der EU-Wegekostenrichtlinie, die wird uns auch ermöglichen, noch einmal aus der unterschiedlichen Perspektive, insbesondere aus der CO2-Perspektive, auch hier noch nächste Schritte zu machen. Die ist im Moment in Verhandlung. In der Zwischenzeit nutzen wir hier noch einen weiteren Hebel und ich bedanke mich für die Unterstützung für diesen Schritt für die emissionsfreien Lkw, den Tarifbonus auf 75% zu erhöhen. Danke. Sagt die Umweltministerin Leonore Gewessler. Und zur Dekarbonisierung sagt sie, das Rennen sei entschieden. Der motorisierte Individualverkehr, der gehe nur in Richtung emissionsfreier Elektromobilität. So Gewessler und Sabine Schatz, SPÖ ist am Wort.